Essen ist lebensnotwendig, ist Brennstoff für den Körper. Genug zu essen wird immer knapper. Die Weltbevölkerung wächst rasant. Doch Essen ist auch Kultur, manchmal gar Kunst, ist individueller Geschmack. Zukunft des Essens. Hightech-Forschung der Konzerne gegen die Besinnung auf Traditionen. Essen heute. Genießen, schlemmen, sich bewusst und gesund ernähren. Lebensmittel gibt es im Überfluss. Billig oder teuer, mit viel Qualität oder viel Täuschung. Das Essen ist ein hart umkämpftes Milliardengeschäft. Der Lebensmittelmarkt hat etwas, was andere Märkte auch haben, aber im Lebensmittelmarkt ganz entscheidend ist, er ist gesättigt. Es gibt genügend Lebensmittel. Das heißt, für den Hersteller gibt es zwei Möglichkeiten, um mehr Umsatz zu machen. A, die Menschen essen alle mehr. Das ist ein Effekt, den können wir jetzt gerade, wenn es wärmer wird, ja auch draußen besichtigen. Oder zum Zweiten, er erwirbt Marktanteile von einem Konkurrenten. Das heißt, er hat ein neues Produkt. Und das Letztere bedeutet und das erklärt den Innovationsdruck. Zu Besuch bei der Deutschen See, dem Marktführer für hochwertigen Fischhandel und Fischverarbeitung. Hier setzt man als neuen Trend immer mehr auf fast fertig zubereitete Fischgerichte. Verantwortlich für die neuen Kreationen ist vor allem Markus Volkelt, Chef der hauseigenen Entwicklungsküche. Ich werde heute ein neues Produkt entwickeln. Das wird aus dem Steinkühler hergestellt werden. Und da würde ich ein Ragout vom Weizen mit kleinem Gemüse und Parmesan oben auftragen. Und dann wird eine heiße Tomatenfolie auf dieses Produkt raufgelegt werden. Und diese Folie ist heiß, aber sie schmilzt nicht. Für die Entwicklung gibt es nur das Beste, wie diesen Dorsch aus dem Atlantik. Martin Volkelt war jahrelang ein Sternekoch in der Spitzengastronomie. Nun arbeitet er in der Lebensmittelindustrie. Da herrscht ein etwas anderes Credo. Die große Kunst, gute Produkte zu entwickeln, ist einerseits natürlich die Einfachheit für die Produktion. Es muss allerdings natürlich auch äußerst innovativ sein. Es muss was Neues sein. Es muss draußen Interesse wecken. Innovativ sein für den immer neugierigen Konsumenten. Das heißt, auch bekannte Grenzen überschreiten. Volkelt bei der Zusammensetzung der Zutaten für die Tomatenfolie. Wichtigste Bedingung, wenn man für tausende potenzieller Käufer kocht, die Menge der Zutaten muss unbedingt stimmen. Ein Sternekoch draußen kocht natürlich intuitiv. Wir hier in der Produktentwicklung müssen alles grammgenau festhalten, weil es natürlich äußerst wichtig ist, dass wir diesen kleinen Schritt auch nach unten transportieren können. Und deswegen muss dieses Produkt reproduzierbar sein. Unten, das ist die Convenience-Abteilung. Hier werden die erfolgreich getesteten Ideen des Entwicklungskochs dann massenhaft umgesetzt. Das ist nur wenig Fließbandarbeit. Jedes Fischfilet muss einzeln mariniert und mit den jeweiligen Zutaten ausgestattet werden. Das ist übrigens Volkels letzter großer Hit. Norwegisches Lachsfilet eingerollt in Buchenspan mit dekorativer Zitrone. Bestens geeignet zum Grillen, wo nur das Holz schwarz wird. Zurück in der Entwicklungsküche. Martin Volkelt bereitet das Gemüseweizen-Ragout vor. Neben dem hochwertigen Fisch soll es als Beilage für gesundes Essen stehen. Dann kommt das Gelee, die eigentliche Neuheit in der Produktpalette. Denn die aufgekochte Flüssigkeit aus Paprika und Tomate ist mit speziellem Pulver aus Algen versehen. Diese sorgen für eine neue Festigkeit. Dieses heiße Gelee ist was Besonderes. Wir durchbrechen da ganz neue Konsistenzgrenzen. Sprich, wir setzen Carrageen und Agar-Agar ein. Diese beiden Algen schmelzen nicht so schnell, schmelzen erst bei 70 Grad. Insofern kann ich da wunderbar eine Folie mit herstellen, die im Backofen nicht schmilzt. Als erstes werden Fischfilet und Gemüse auf dem Backblech arrangiert. Zuletzt folgt die Folie.
Die Wirkung der Algen ist schon seit langem in der asiatischen Küche bekannt. Nun setzt es sich hierzulande mehr und mehr durch. Auch in der industriellen Produktion von Fischgerichten. Solche Ideen, da ist sich Volkels sicher, treffen auf eine immer größere Käuferschaft. Der Konsument draußen wird angeregt durch eine attraktive Rezeptur, schmeißt seinen Ofen an oder seine Mikrowelle und erhitzt sich das Gericht und es ist wohlschmeckend und auf den Punkt gegart und Wellness und leicht und man fühlt sich gut danach. Es wird immer konvenienter, wie wir hier sagen, immer mehr ready to eat, immer einfacher für den Supermarktbesucher, sich ein tolles, wohlschmeckendes Gericht zu Hause zu zaubern. Wahrscheinlich wird es in 20 Jahren überhaupt keinen ganzen Fisch mehr geben, sondern nur noch portionierte Fischfilets. Nach dem Kochen folgt die Verkostung. Im kleinen, aber entscheidenden Rahmen. Denn auch die Dame vom Marketing muss der neuen Kreation erst einmal zustimmen. Sie weiß aus Erfahrung, wie weit man bei den Käufern gehen kann. Probiert mal und sagt mir mal, wie es euch schmeckt. Ja, also schon eher gewagt. Es sind eher jüngere Leute, die damit angesprochen werden. Halt jemand, der auch auf, ein bisschen auf die Figur achtet, aber auch ein paar neue Impulse braucht. Ne? Also wo man sagt, ich möchte nicht nur das Langweilige, Einfache, sondern auch ein paar neue Sachen. Und da ist man eigentlich sehr gut mit dabei. Es ist natürlich eine Signalwirkung mit dem roten Gelee. Und deswegen spricht man da, glaube ich, schon etwas die extravaganten Kunden an. Die erste Hürde hat das neue Produkt wohl überstanden. Doch das bedeutet nur wenig. Der Markt ist schnell und gnadenlos. Meistens geben wir dem Ganzen ungefähr eine Chance, so ein halbes Jahr bis ein Jahr in etwa. Dann merkt man eigentlich schon die Tendenz, wie es ankommt. Merken wir meist schon in den ersten ein, zwei Monaten. Dann läuft das ganze Produkt und wenn es sich gut etabliert hat, bleibt es dann im Sortiment mit drin. Und es gibt natürlich auch mal wieder ein paar Flops und die werden dann dementsprechend rausgenommen und durch neue, schöne Produkte ersetzt. Noch ist offen, ob die Idee mit dem schmelzfesten Tomaten-Paprika-Gelee ein schönes und damit erfolgreiches Gericht werden wird. Nicht weit entfernt der Versuchsküche der Deutschen See ist das moderne Kochen zu Hause. Am Technologietransferzentrum, kurz TTZ, erforscht man, was in Zukunft die Welt der Nahrungsaufnahme verändern könnte. Auch hier wird experimentiert und entwickelt. Die Veränderung von Konsistenzen verschiedenster Lebensmittel und Gerichte ist hier eine tägliche Übung. Neuartige Stoffe werden im Herstellungsprozess ausprobiert. Bestimmte Algenzusätze kann man zum Beispiel auch zur Verkapselung von Flüssigkeiten einsetzen. Man verkapselt eigentlich alles an Säften, Brühen, Flüssigkeiten. Gewisse Grenzen gibt es bei Alkoholika, aber auch die kann man überwinden. Was wie feinster Kaviar aussieht, schmeckt nach Möhrensaft. Zusammen mit dem Fisch ein überraschendes Geschmackserlebnis. Das nennt man seit kurzem molekulare Küche. Sie soll nun auch die Masse der Bevölkerung erreichen. In der Gastronomie gibt es heute ab einem bestimmten Niveau überall irgendwelche Anwendungen, die man als molekulare Gastronomie bezeichnen könnte. Auf der anderen Seite hat der Technologietransfer oder beziehungsweise besser gesagt der Ideentransfer von der Gastronomie in die Industrie stattgefunden, weil natürlich die Top-Sterne-Gastronomie ganz andere Rezepturen, gewagte Kombinationen entwickelt hat und die heute in den Labors der Industrie mal versucht werden nachzumachen beziehungsweise daraus massenfähige Anwendungen zu machen. Werner Mlozianowski leitet das TTZ in Bremerhaven. Unter seiner Führung forschen Verfahrenstechniker, was als nächste ungewöhnliche Zubereitungsart zum Trend werden könnte. Der Chef sieht vor allem Nachholbedarf bei den herkömmlichen Kochgeräten. Wenn Sie in die normale Küche schauen, wenn wir mal die Mikrowelle wegnehmen, so ein bisschen Dampfgarer. Aber so viel an Innovation gibt es da eigentlich nicht. Und dann gibt es ja beispielsweise Extrusion. Also das ist ein Verfahren, in dem zum Beispiel Erdnussflips hergestellt werden. So einen kleinen Extruder in der Küche, also Profiköche interessieren sich dafür. Die Dinge sind aber leider sehr, sehr teuer und in der Regel auch für ein Top-Restaurant nicht bezahlbar. Aber im apparativen Bereich ist einiges denkbar. Quasi Mikrofiltration, dass ich fettige und wässrige Phasen besser voneinander trennen kann. Das ist alles denkbar, aber die Geräteindustrie fragt natürlich sofort, wie viel 10.000, 100.000 Geräte kann ich verkaufen? Der Großtrend molekulare Küche wird in den nächsten Jahren vielleicht nicht mehr wegzudenken sein. Oder aber er verschwindet wieder, früher als gedacht.
In jedem Fall haben Kochexperimente wie hier mit verkapselten Mojito-Würfeln einen sehr positiven Effekt nach sich gezogen. Gerade dieses Spiel zwischen fest, flüssig, heiß, kalt, verschiedenen Texturen bringt ein bisschen so, bringt die Aufmerksamkeit fürs Essen zurück. Und das sage ich, das ist auch wichtig, weil wir haben uns in den letzten vielleicht 20, 30 Jahren, also wir haben das verloren, den Geschmack. Und gleichzeitig haben wir auch immer so alle getan, als ob wir gar keine Zeit mehr haben zum Essen. Wenn man sich an diese schönen Geschäftsessen noch erinnert, die es heute noch so in Frankreich, in der Schweiz gibt, wo man so 2, 3 Stunden sitzt und heute 25 Minuten ein Mineralwasser und einen kleinen Salat ohne Essig und Öl. Also da ist ein bisschen was verloren gegangen. Und die molekulare Gastronomie bringt Aufmerksamkeit zurück, bringt Sensibilität für den Geschmack zurück. Und insofern ist das eigentlich aus meiner Sicht eine sehr vernünftige Funktion. Wer von morgens bis abends ständig mit Essen, mit Nahrungsmitteln, mit neuen Kreationen zu tun hat, welche Genüsse bleiben da persönlich? Was mögen der Trendforscher und der Fischspezialist eigentlich am liebsten? Eine Rinderroulade und ein gut abgehangenes Rindersteak sind Gerichte, die ich äußerst attraktiv finde. Ein richtig dolles Huhn, da fängt das Problem schon an, wo kriege ich das her? Aber gibt es. Und das so als so in Rotwein gemacht. Ja, und da soll man auch beim Wein nicht sparen. Man soll also denselben Wein in die Soße schütten, den man auch trinkt. Das Leben ist zu kurz dafür, hat Goethe schon gesagt, um schlechten Wein zu trinken. Aber das ist sicherlich was, was ich sehr gerne esse. Der Geschmack. Eine Sache der Sinne. Vielmehr der Sinnesorgane. Nase, Augen, Mund stehen an erster Stelle. Aber auch das Hören spielt eine Rolle. Geschmack ist nicht nur deshalb eine äußerst komplizierte Angelegenheit für die Wissenschaft und die Lebensmittelindustrie. Dresden, das Deutsche Hygienemuseum. Wo die Nahrung herkommt, wird hier anschaulich vor allem Kindern und Jugendlichen erklärt. Heute gibt es für die Schulklassen eine sinnliche Überraschung. Mitarbeiter der Uniklinik Dresden führen einen Riechtest durch. Die Schüler sollen an sogenannten Riechstäbchen verschiedene Gerüche erkennen und unterscheiden können. Alles für eine Studie des bekannten Riech- und Geschmacksforschers Thomas Hummel. Doch was genau ist Geschmack eigentlich? Geschmack findet in der Mundhöhle statt und da gibt es verschiedene Schmeckrezeptoren. Sehr für klassischerweise für süß, sauer, salzig und bitter. Es gibt seit ungefähr 100 Jahren ist auch noch ein anderer Schmeckstoff bekannt, das Umami, der Geschmack von Glutamat. Kommt, wie der Name vermuten lässt, aus Japan. Also ein Japaner hat es als erste beschrieben. Daneben gibt es neben diesem Schmecken im Mund gibt's noch die trigeminale Empfindung über den Nervus trigeminus vermittelt, daher der Name. Und der vermittelt Empfindungen wie Stechen und Brennen. Zum Beispiel beim Essen von scharfen Speisen, das dann so brennt. Und dann spielt natürlich das Riechen noch eine große Rolle. Hier kommen die Düfte, die kommen über den Rachen, steigen sie in die Nase hoch, werden dort wahrgenommen und werden dann mit den anderen Empfindungen zu einem Geschmack zusammengeführt. Ich halte Ihnen hier verschiedene Stifte. Professor Hummel betreibt Grundlagenforschung am Geschmack. Wo noch das riecht. Und los geht's. Der Verlust des Geschmackssinnes ist für die bulgarische Studentin Sabina ein großes Problem. Sie kann nicht mehr riechen und daher das Essen kaum schmecken. Zitrone? Kein seltener Fall. 5% der Bevölkerung können gar nicht riechen, meist altersbedingt oder durch Unfälle. Haben Sie jetzt überhaupt bei irgendwas was gerochen? Gar nicht. Überhaupt keinen Riecheindruck? Also ich habe nur vermutet, dass okay. Das ist aber... Bei der Suche nach den Ursachen solcher Erkrankungen werden verschiedenste Methoden eingesetzt. Eine Magnetresonanztomographie etwa fertigt Schnittbilder des Kopfes an und kann so mögliche Anomalitäten des Riechapparates darstellen. Diese Schnittbilder zeigen aber auch Gehirnaktivitäten an, die durch Gerüche ausgelöst werden. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse können auch für die Lebensmittelindustrie sehr interessant sein.
Hier sehen Sie eine Reihe von Aktivierungen. Es deutet hier darauf an, dass hier gerochen wurde. Es kann hier auch Emotionen können auch hier im Spiel sein. Und was Sie hier erkennen können, ist vor allen Dingen insulärer Kortex, also hier dieses Areal, das hier mit Riechen zu tun hat. Dann sehen Sie hier den sogenannten piriformen Kortex, auch hier, an dem das eine primäre Anlaufstelle in der Verarbeitung von Düften. Aber hier diese einzelnen Muster, wie Sie die hier erkennen können, das kennzeichnet Stellen, die im Gehirn fürs Riechen, für den Riechvorgang von besonderer Bedeutung sind. Hier kann man sicherlich viel lernen. Das ist die Frage, ob man damit auch ein besseres Produkt herstellen kann. Das, denke ich, ist noch eine offene Frage, die noch nicht perfekt beantwortbar ist momentan. Aber da ist sehr viel unterwegs und es wird natürlich auch, diese Methode wird dazu auch verwendet, um dann besser über die Perzeption von Dingen auch Bescheid zu wissen. Essen und Lebensmittel heute, das ist oft Sinnestäuschung und Betrug. In den Lebensmittellaboren ist vieles möglich. Im Kampf um neue Produkte und große Rendite sparen die Unternehmen an echten Zutaten, bringen stattdessen Kunstfleisch- oder Käseimitate auf den Markt, vom Original kaum zu unterscheiden. Aromen und Düfte entscheiden heute häufig über die Akzeptanz von Tiefkühlkost oder Fertiggerichten. Einer der weltgrößten Hersteller dieser Stoffe ist die Symrise AG aus dem niedersächsischen Holzminden. Im Sensoriklabor wird heute durch Laientester eine Produktneuentwicklung beurteilt. Es geht um eine Tomatensuppe aus der Tüte. Auf der einen Seite gibt es Kunden, die auf uns zukommen und sagen, wir möchten gerne eine Kopie eines bestehenden erfolgreichen Produktes haben. Das entwickeln wir dann, gucken wir uns genau an und setzen dazu einen sogenannten Countertype, um im Grunde genommen die gleiche Suppe nochmal für einen anderen Hersteller zu entwickeln. Und es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel seitens des Kunden die Frage bekommt, wir möchten ganz gerne eine ganz neue Suppe entwickeln. Es soll im Grunde genommen eine Tomatensuppe sein, aber wir möchten eine andere haben. Wir möchten einen komplexeren Geschmack haben, einen frischeren Geschmack, ein runderes Mundgefühl. Und hier ist es die Aufgabe dann des Geschmacksentwicklers, zusammen in der Interaktion mit der sensorischen Analyse hier eine gute und verbesserte Suppe zu entwickeln. Im konkreten Testfall soll eine etablierte Tütensuppe Konkurrenz bekommen. Da Symrise mit seinem Aroma-Know-how für viele Hersteller arbeitet, dürfen hier keine Namen und Produkte genannt werden. Es gibt eine sehr erfolgreiche Tomatensuppe am Markt und wir wollten jetzt herausfinden, welche Faktoren sind es, die diese Suppe ausmachen, haben daraufhin zwei Prototypen entwickelt und wollten nun wissen von den Konsumenten, welche Suppe von den beiden am besten schmeckt und welche gerade diese beschriebene Frische am besten ausmacht. Bevor aber eine erste Suppe-Variante getestet werden kann, ist es ein langer Weg. Auch Symrise beschäftigt einen Sternekoch. Markus Leben und seine Fähigkeiten stehen am Anfang eines Produktionsprozesses, an dessen Ende eine Tütensuppe mit neuem Geschmack kräftig punkten soll. Der Herstellerkunde möchte in diesem Fall mehr Frische für sein künftiges Produkt. Also bereitet Markus Leben zum Vergleich zwei ganz unterschiedliche Tomatensuppen vor. Frische Tomaten werden zunächst geschält, entkernt und die Hälfte davon mariniert. Der Unterschied zwischen den beiden Suppen, die wir herstellen, die eine ist ein bisschen säurelastiger. Da werden wir mit Fruchtnoten arbeiten, auch mit frischen Früchten, also zum Beispiel Himbeeren. Und auf der anderen Seite werden wir eine reine mediterrane machen, wo wir mit mediterranen Kräutern, Olivenöl, Knoblauch, Tomaten im Ofen trocknen. Und die wiederum dann wieder ein komplett anderes Bild abgeben, Geschmacksprofil abgeben. Und daraus versuchen wir jetzt rauszufinden, was ist eigentlich der richtige Geschmack oder richtige frische Geschmack für unseren Verbraucher. Beide Varianten sehen auf jeden Fall verführerisch aus. Nach der notwendigen Kochzeit stößt Robert van Hout dazu. Der Holländer ist Geschmacksentwickler, auch Flavorist genannt. Er übernimmt die nächste Etappe. Riech mal. Ich finde sie sehr gut. Ist eine komplett andere Richtung. Auch die Farbe, wie du schon siehst, ist ganz was anderes. Sein erstes Urteil ist ermutigend. Auch in Kombination mit das Fruchtige. Okay. Also etwas, was ich noch nie in der Tomatensuppe geschmeckt habe. Okay, gut. Dann können wir gleich was Neues machen. Sehr gut. Als nächstes kommen die beiden Testsuppen ins Labor. Hier werden sie auf ihre chemischen Geschmacksgrundstoffe reduziert.
Mithilfe eines Gaschromatographen werden die Aromakomponenten in einzelne Molekülstrukturen aufgetrennt. Gleichzeitig sitzt Robert van Hout an einem seiner wichtigsten Arbeitsplätze, dem Sniffing Port. Während das Aroma der Suppe zerlegt wird, kann er die wichtigsten chemischen Bestandteile herausriechen. Das erfordert ein talentiertes und trainiertes Gedächtnis. Ich rieche eine Chemikalie, und das kann ein Aldehyd sein oder ein Terpen. Die Name ist aber nicht unbedingt gleich interessant, mehr der Geschmackseindruck. Ist es frisch, ist es grün, ist es krautig, ist es gemüsig, tomatig, butterig. Später bei der Auswertung zusammen mit der Analyst wird geguckt, okay, welche Chemikalien stecken dahinter. Und so kann ich genau erkennen, okay, dieser Peak, diese Beschreibung ist sehr wichtig für mein Aroma in dieser Entwicklung. Und dann gehe ich gezielt auf diese Stoffe, greife ich zurück. Die werde ich dann, sag mal, in meiner Komposition sicherlich nutzen. Denn darum geht es. Das beim Kochen produzierte Aroma muss aus einzelnen chemischen Stoffen genau nachgebildet werden, um es später in der Großproduktion, etwa einer Tütensuppe, erfolgreich einsetzen zu können. Doug Pieper, der Leiter der Entwicklungsabteilung, erkundigt sich zwischendurch nach dem neuesten Stand. Der Kampf um Marktanteile, um neue, erfolgreiche Produkte in der Lebensmittelbranche, sorgt schon auf dieser frühen Etappe für einigen Druck. Grundsätzlich ist die Flop-Rate im Handel sehr groß. Wenn Sie sich heute angucken, variiert die Flop-Rate zwischen 70% und 80%. Die Definition eines Flops ist, wenn ein Produkt nach einem Jahr nicht mehr im Handel ist. Und wenn Sie sich vorstellen, wie teuer Produktneueinführungen sind, über Listungsgebühren im Handel, über die Werbung, über das ganze Marketing-Mix, kann man sich vorstellen, was so ein Flop kostet und dass sich viele Unternehmen nicht an Aneinanderreihung von Flops erlauben können, um nach wie vor am Markt wettbewerbsfähig zu sein. Doug Pieper ist für das Unternehmen immer unterwegs. Er hat ein Ohr an der Masse der Konsumenten. Und er muss die Verkaufsstrategien der Hersteller kritisch überprüfen. Er ist Trendscout, Geruchsspion und Marktbeobachter in einem. Immer auf der Suche nach Optimierung. Ich muss also ein Produkt A komplett aufessen können und ich muss ein Produkt auch mehrmals essen können. Also es macht keinen Sinn, dass ich die Floprate reduziere, indem ich ein Produkt einmal mag und beim nächsten Mal dann nicht mehr so mag. Und da gibt es auch einen sehr schönen Effekt, denn der heißt eine sogenannte kognitive Dissonanz. Wenn Sie jetzt ein Produkt kaufen und das schmeckt Ihnen ganz gut, aber da ist irgendwas ganz Kleines drin, was Sie eigentlich nicht so sehr mögen, dann sagen Sie, okay, das merke ich nicht. Aber Ihr Körper fokussiert auf das Schlechte. Das heißt, nach dem dritten, vierten Konsum wird diese kleine Schwachstelle des Produktes, wird die so wichtig oder so relevant für die Geschmackswahrnehmung, dass Sie sagen, kann ich nicht mehr kaufen. Also hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man diese Forschung des impliziten Gedächtnisses, der dynamischen Präferenzen mit denen der Geschmacksforschung korreliert. Spezialisten wie Doug Pieper werden mit ihrem Know-how in Zukunft noch wichtiger. Im Konzentrationsprozess der Branche müssen auch Aromahersteller künftig verstärkt ganze Lebensmittelprodukte selbst entwickeln und produzieren. Zurück im Labor. Nun wird Robert van Hout die gewonnenen Erkenntnisse aus der chemischen Analyse in die Tat umsetzen. Hier wird Geschmack gemacht. Van Hout entwickelt jetzt zwei unterschiedliche frische Aromen, zusammengebaut aus natürlichen oder naturidentischen Stoffen. Diese Aromen werden dann einer Basissuppe zugesetzt und im Testlabor serviert. Die Laientester haben nur zwei Nummern zur Unterscheidung. Anhand eines festgelegten Fragekatalogs müssen sie ihre Eindrücke abgeben. Ein Computer berechnet in kurzer Zeit das Testergebnis. Wir haben jetzt einen großen Fortschritt erreicht, weil wir einen ganz klaren Winner hatten, also einen ganz klaren Gewinner des Konsumententests. Das heißt, wir werden diese Probe 654 nicht weiterentwickeln, nicht weiterverfolgen. Wir werden jetzt mit 141 weitermachen und auf Basis des Feedbacks, was wir von den Konsumenten neben den hedonischen Antworten auf den Skalen bekommen haben, können wir dem Geschmacksentwickler, Herrn van Hout, ganz klare Indizien geben, in welche Richtung er entwickeln muss und welche weiteren Schritte bis zu einer erfolgreichen Suppe noch zu vollführen sind.
Ein paar Verfeinerungen am Testsieger muss Robert van Hout noch vornehmen. Dann kann der Herstellerkunde zum ersten Mal die Suppe mit dem neuen frischen Aroma probieren. Und was ist die nächste Herausforderung für den Flavoristen? Der Trend zu gesünderer Ernährung boomt. Speziell weniger Salz, weniger Zucker, weniger Fett sind da sehr gefragt und das wird noch immer mehr kommen. Der perfekte Ersatz gibt es noch nicht, weil das ist auch eine Frage von Preis. Salz ist natürlich sehr billig. Das ist nicht zomaar ausgetauscht. Es geht auch um letztendlich um den Preis und die ist auch für den Konsument letztendlich wichtig. Also 100% Ersatz ist das schwierig. Aber man kommt schon ein paar Dutzend Prozent, kommt man schon gut dran. Ja. Und was essen die Geschmacksmacher privat am liebsten? Vielleicht ein italienisches Risotto, ganz einfach, ganz schlicht. Ich mag unheimlich gerne asiatische Currys in alle Varianten. Also Currys mit viel Lemongrass und Cilantro, also Korianderblatt und Ingwer. Vor dem Hintergrund, dass ich 5 Jahre in Frankreich gelebt habe, ist mein Lieblingsgericht eigentlich Foie Gras und Crêpe. Fett essen, richtig reinhauen, genießen ohne Abstriche. Demgegenüber steht der wachsende Trend der bewussteren Ernährung. Etwa durch Produkte mit Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitaminen, Bakterienkulturen und Mineralstoffen. Probiotische Joghurts oder cholesterinsenkende Margarine. Die Reklame überschlägt sich. Die Industrie sieht hier bei vielen Lebensmitteln einen Zukunftsmarkt. Karlsruhe. Das staatliche Max-Rubner-Institut. Hier werden unter anderem zweifelhafte Werbeversprechen kritisch hinterfragt. Wissenschaftler forschen, ob sogenanntes Functional Food wirklich gesundheitsfördernd ist. Wir wollen eben schauen, können solche funktionellen Lebensmittel tatsächlich das halten, was sie mitunter versprechen. Und da setzen wir an, eben experimentell, nicht indem wir ein Produkt generieren für den Markt, sondern um nachzuweisen, da steckt wirklich was dahinter oder das ist alles nur aus der Luft gegriffen. Getestet wird eine extra hergestellte Wurst, die geruchsneutral verschiedene zusätzliche Inhaltsstoffe enthält. Man weiß schon relativ lange, dass gerade so diese Fischöle, solche langkettigen Fettsäuren aus Fischöl, sehr positive Einflüsse haben auf das Immunsystem, auf die Entzündungsfunktion, das heißt, indem sie diese Entzündungsfunktion zurücknehmen. Wir wissen auch, dass hier Inhaltsstoffe aus dem Brokkoli oder auch hier aus dem Senf, aus diesem Senfpulver, dass diese Inhaltsstoffe die allgemeinen Abwehrfunktionen des Menschen positiv beeinflussen können. Und wir wollen jetzt mal schauen, inwieweit die Kombination mit einem ganz anderen Lebensmittel, wie der Wurst, tatsächlich auch dann im Menschen direkt diese Funktion beeinflussen kann. Die Probanden sind alles Männer über 40 mit einem leicht erhöhten Gewicht. Vor Testbeginn müssen sie sich Blut abnehmen und auch ihren aktuellen Körperfettanteil bestimmen lassen. Diese Werte werden dann später nach der Testphase erneut ermittelt und verglichen. Dann heißt es, guten Appetit. 4 Wochen lang sollen sie bei der Wurstauswahl nur die Testprodukte zu sich nehmen, auf zusätzlichen Fisch- oder Brokkoligenuss verzichten. Die Wurst ist relativ neutral, schmeckt für mich eigentlich recht gut und wäre auch nicht. Wenn es der Preis noch dementsprechend hergibt, könnte man das schon kaufen. An eine besondere Wirkung von funktionellen Lebensmitteln, die in der Werbung angepriesen werden, glaubt hier kaum jemand. Ich bin eher skeptisch, weil das ist eigentlich, wenn man genau hinschaut, sind die Produkte meistens recht teuer und versprechen Sachen, wo man also auch nicht nachvollziehen kann. Also die müssen wir halt jetzt wissenschaftlich, so wie hier, müssen wir das dann genau an Testpersonen, ja, mit Vergleichsprobande und so weiter, ne? Da könnte man das vielleicht nachweisen. Aber als Verbraucher hat man da keine Möglichkeit, das irgendwie nachzuvollziehen. Ja? Ob das eher, sagen wir mal, ein Werbegag ist, sage ich mal, ja? So ein Windbeutel oder so. Ne?
Erste Ergebnisse der Studie lassen keine überraschenden, zusätzlich gesundheitsfördernden Effekte erkennen. Werbeaussagen, die gesundheitliche Wirkungen versprechen, müssen seit kurzem von der EU freigegeben werden. Es gibt schon eine ganze Reihe von Anträgen bei der entsprechenden europäischen Behörde, die das prüft, so an die 60. Und von diesen sind gerade mal 10 zugelassen. Und die bewegen sich in dem Bereich, vorhin bereits erwähnt, diese Pflanzensterole, das heißt Senkung des Cholesterinspiegels bei Margarinen. Zum anderen betrifft es langkettige Fettsäuren, die in Fischen vorkommen, eben diese Fischöle, ja, im Zusammenhang mit der kindlichen Entwicklung. Und der dritte Bereich ist der große Bereich, der so Richtung Osteoporose geht. Das heißt, wie kann ich das Knochenwachstum stärken? Ja, wie kann ich das positiv beeinflussen? Und diese drei Bereiche sind bisher die einzigen, bei denen solche Werbeaussagen oder im Nährwert gesundheitsbezogenen Aussagen dann für positiv beschieden wurden. Essen und Gesundheit sind untrennbar miteinander verbunden. Manchmal führt nicht nur eine falsche Ernährung zu Erkrankungen. Die Gene spielen eine große Rolle. Potsdam, Deutsches Institut für Ernährungsforschung. Hier wird Hightech-Forschung gegen Übergewicht und die potenziellen Folgen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrieben. An Hunderten von Mäusen versuchen Dr. Al-Hasani und seine Kollegen zu untersuchen, warum manche Menschen durch das Essen dick und andere immer schlank bleiben. Die Mäuse sind dabei ein gutes Vergleichsbeispiel. Organisch gleichen sie dem Menschen. Und auch der Aufbau ihrer genetischen Struktur ähnelt sich. Das Vorgehen, um Risikogene für Diabetes und Übergewicht zu identifizieren, besteht darin, schlanke und adipöse Mäuse miteinander zu verpaaren und die Nachkommen genetisch zu analysieren. So kann man die Gene tatsächlich finden, die verantwortlich sind für die Neigung, an Gewicht zuzulegen oder Diabetes zu entwickeln. Durch verschiedene Kreuzungen haben die Wissenschaftler 2 unterschiedliche Maustypen gezüchtet, die beide das gleiche fettreiche Futter bekommen. Doch sie reagieren darauf ganz unterschiedlich. So. Diese dicke Maus hat, wie eine Reihe von Menschen auch, die Veranlagung, an Gewicht zuzunehmen und die Energie, besonders das Fett, besonders effektiv zu speichern für schlechte Zeiten. Der dünne Partner da drüben hat das große Glück, eine Mutation in einem Gen zu tragen, was den Stoffwechsel im Skelettmuskel steuert. Und diese Maus verbrennt das ganze Fett, statt es zu speichern. Dementsprechend kann diese Maus, die Schlanke, so viel zu sich nehmen, wie sie will. Sie nimmt nicht zu, während die eigentlich das biologisch Richtige tut, nämlich das Fett zu speichern für Zeiten, in denen die Nahrung knapp wird. Doch dieses Evolutionsverhalten ist in den westlichen Ländern seit Jahrzehnten längst out. Es gibt immer genügend zu essen. Und das wird dann zum gesundheitlichen Problem. Die Potsdamer Forscher stoßen auf der Suche nach dem Gen, was Mäuse und Menschen dick macht, eher zufällig auf eine Genmutation, die genau das Gegenteil bewirkt. Diese Entdeckung kann aber helfen, Aufbau und Funktion der menschlichen Genstruktur noch besser zu verstehen. Schon bald wird die Entschlüsselung der Erbinformationen noch viel mehr über angeborene Gesundheitsdefizite aussagen und damit auch das Essverhalten der Menschen stark beeinflussen können. Mittlerweile hat die Technik so große Fortschritte gemacht, dass das binnen Jahresfrist Standardtechnologie sein wird, einen kompletten Menschen zu entschlüsseln, die Erbinformationen genau aufzuschlüsseln für jedes Individuum zu einem günstigen Preis. Das wird dazu führen, dass man das macht, dass man nach seltenen Varianten sucht, die verantwortlich sind für häufige, aber auch seltene Erkrankungen. Und es wird darauf hinauslaufen, dass man versuchen wird, wenn man schon individuelle Genome hat, personalisierte Medizin anzubieten, individuelle Ernährungsweisen vorzuschlagen. Nee. Ein Trend, der kommen wird. Menschen, die sich ihre Gene analysieren lassen, um dann mit gezielter Ernährung prognostizierten Erkrankungen vorzubeugen. Eine faszinierende und erschreckende Vision, aber wohl eher ein Luxus für die Wohlhabenden. Das wird alles einen Preis haben, so eine individualisierte Ernährung oder Medizin zu machen, denn das wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht preiswerter, wenn man individuell auf jeden einzelnen Patienten eingeht.
Und was essen der Ernährungswissenschaftler und der Genforscher zu Hause? Was ich am liebsten esse, von diesen sogenannten Ungesunden, esse ich am liebsten dunkle Schokolade, rein aus Geschmacksgründen. Ansonsten esse ich eigentlich die meisten Lebensmittel sehr gerne, ja? Sofern sie von guter Qualität sind, denn das macht sich im Geschmack bemerkbar. Mein absolutes Lieblingsgericht aus meinen Kindheitstagen schon, Spaghetti Bolognese. So viel Wissen über die wahren medizinischen Hintergründe. Machen Sie nicht den Genuss und die schönen Momente des Essens endgültig kaputt? Künstliche Aromen, funktionelle Nahrung, industrielle Lebensmittel. Wem das alles zu viel ist, der hat auch Alternativen. Eine davon heißt Slow Food. Dresden. Ein Haus am Rande der Stadt. Georg Schenk und seine Mitarbeiter sortieren und schälen ihren wichtigsten Rohstoff. Äpfel von den Wiesen aus der Umgebung. Georg Schenk hat seine wahre Bestimmung und seinen Lebensstil in Sachen Ernährung schon lange gefunden. Also ich habe mir früher natürlich überhaupt keine Gedanken über Ernährung gemacht. Ich habe einfach das zu mir genommen, was erhältlich war und nicht überlegt, woher das kommt und welche Qualität das hat. Es waren für mich eigentlich Kalorienaufnahme. Und wie gesagt, seit 1996 hat da ein Umdenken bei mir stattgefunden, wo ich mir überlege, was kommt aus der Region? Das ist einer der wichtigsten Punkte. Und was kommt von weiter her? Und warum müssen wir etwas von weiter her als Nahrung beziehen, wenn wir das in der Region auch herstellen können? Georg Schenk besetzt eine ganz spezielle Nische im Nahrungs- und Genussmittelmarkt. Er brennt hochwertige Obstdestillate aus besonderen Früchten. Äpfel und Birnen, die nicht für die große Industrieproduktion angebaut werden, sondern seit Jahrhunderten bereits auf den Wiesen der Umgebung wachsen. Damit erfüllt er eines der Hauptkriterien der Slow-Food-Bewegung: die Regionalität. In seinem kleinen Betrieb wird zudem jedes Produkt mehrfach getestet und soll in Ruhe reifen können. Also, würde ich sagen, Typizität. Der wesentliche Unterschied ist, dass wir alles manuell machen. Das heißt, jeder Apfel wird in die Hand genommen, wird geprüft, Stiel abschneiden, Faulstellen ausschneiden. Und so erhält man halt die höchstmögliche Qualitätskontrolle. Ein Industriebetrieb, der wird das möglicherweise mit Radladern halt zusammenschütten und hat keinerlei Kontrolle, ob da noch, was weiß ich, eine tote Maus oder ein fauler Apfel dazwischen ist. Das ist gar nicht kontrollierbar. Georg Schenk unterwegs in besonderer Mission. Wir fahren jetzt nach Autrwitz, das ist bei Döbeln in Sachsen. Hier gibt es ein paar ganz spezielle Tierrassen und Pflanzensorten, die hochgefährdet sind. Und wir wollen heute prüfen, ob wir die nicht in die Arche aufnehmen können. Slow Food hat es sich auf die Fahnen geschrieben, bestimmte Pflanzen und Tierarten und damit deren Geschmacksvielfalt zu erhalten. Sie werden als Passagiere in der Arche des Geschmacks registriert und ihre Verbreitung gefördert. In Autterwitz registrieren Georg Schenk und seine Vereinskollegin eine mittlerweile seltene Ziegenrasse, die in Betracht kommen kann. Dann aber überprüfen sie den heutigen Hauptkandidaten, der hier noch gezüchtet wird. Es ist der sogenannte Meißner Widder, eine mittlerweile fast ausgestorbene Kaninchenart. Nicht mehr gewollt, weil sie zu viel Zeit braucht. Bei Hochleistungsrassen muss das Kaninchen eigentlich in 6 bis 8 Wochen schlachtreif sein. Ähnliche Tendenz, wie es eben auch beim Geflügel gibt. Und das ist eine Rasse, die wächst einfach langsam, die braucht gutes Futter, die lässt sich nicht hochpushen. Und deshalb ist sie wahrscheinlich verschwunden. Auch der dörfliche Kräutergarten interessiert die Slow-Food-Mitglieder. Traditionsliebe und regionale Produktion sind für sie kein Widerspruch zur globalisierten Wirtschaftswelt. Ich denke, dass wir nicht unbedingt einfach in die Steinzeit zurückfallen sollen, das gewiss nicht. Aber wir sollen eine gewisse Vernunft walten lassen und halt auch einen gesunden Mix haben zwischen diesem Industrialisierungsdenken und der regionalen Wertschöpfung. Stuttgart. So wie Georg Schenk denken immer mehr Menschen in Deutschland und Europa. Gleichgesinnte treffen sich hier auf der 3. Slow Food Messe, wo auch die Dresdner Edelbrände präsentiert werden. 380 Aussteller locken in 4 Tagen über 40.000 Menschen an.
Sie sind vorher überprüft worden, ob ihre Produkte aus artgerechter Tierhaltung stammen und sie die Produzenten dafür fair bezahlt haben. Slow Food ist ein Teil des Großtrends Bio. Und da hier viele Genießer aus eher wohlhabenden Kreisen kommen, sind auch große Handelsketten erstmals vertreten. Für den Deutschlandchef von Slow Food eine Bestätigung, dass sie ihre Grenzen noch lange nicht erreicht haben. Wir haben europaweit das stärkste Wachstum von allen Slow Food Communities. Haben in den letzten 2 Jahren im Grunde unsere Mitgliederzahl verdoppelt. Und wenn ich mal ganz in die Zukunft schaue, wenn Slow Food mal die Rolle vom ADAC für das Thema Ernährung einnimmt, eigentlich dagegen im Grunde nichts einzuwenden. Und ich glaube, die meisten Mitglieder auch nicht. Also Slow Food ist kein elitärer Verein, der jetzt sagt, wir schließen uns ab und genießen für uns selbst. Nein, wir wollen schon die Öffnung und so viele Menschen erreichen wie irgendwie möglich. Georg Schenk ist derweil unterwegs, neue Passagiere der Slow Food Arche kennenzulernen. Etwa eine Wurstsorte, die nach der Schlachtung sofort warm verarbeitet wird. Oder das Bamberger Hörnchen, eine Kartoffel, die es in sich hat. Sie ist nicht sehr einfach zu schälen, Sie sehen es hier. Aber Sie müssen die einfach mal gekostet haben. Sowas im Kartoffelsalat oder auch so, einfach als gekochte Kartoffel, sehr, sehr schmackhaft. Und diese unscheinbaren Linsen mit Alpleiser, die aus Deutschland schon verschwunden waren und nun ein Genuss-Comeback feiern. Wir haben die Samen von der Alpleiser aus dem Ravilov-Institut in St. Petersburg wieder geholt hierher. Und es gibt jetzt Bauern auf der Schwäbischen Alb, die wieder anpflanzen, die wieder bewirtschaften. Der Gasthof Bärwalde in der Nähe der Sächsischen Moritzburg. Die schönste Slow-Food-Tätigkeit. Schlemmen in ausgewählten Restaurants. Olaf Seidel, Koch und Betreiber, serviert den Dresdner Slow-Food-Anhängern ein Weidelamm aus dem Unterdorf auf provenzalische Art. Ein Leckerbissen, stundenlang und liebevoll auf dem Holzofen zubereitet. Hier lässt sich kulinarisch einiges wiederentdecken, aus der eigenen Region, versteht sich. Und das Ganze auch noch im Gegensatz zum sonstigen Lebenstempo, ganz in Ruhe. Nicht umsonst haben diese Jünger des guten Geschmacks eine Schnecke zu ihrem Wappentier erwählt. Essen im 21. Jahrhundert. Aller Hightech-Forschung und den Marketingvisionen zum Trotz, die regionale Küche mit ihren Traditionen ist und bleibt ein echter Trend.